Hi Leute, hier sind wir wieder bei Let's Play Together World of Warcraft und heute habe ich noch einen weiteren Gast mit dabei, der... Sag mal was. Ja? John. Na John. John. Und Wasser ist nass. Wir machen weiter. Okay. Ja, wir haben uns gedacht, Questen waren uns zu langweilig. Wir gehen wieder ein paar Innis, auch wenn die jetzt noch so scheiße sind. Ja, dann habe ich wenigstens was zum Nörgeln, Beschweren und Rumjammern. Und dann steigen wir mit ein. Genau, und alles ist schlecht. Ja. So wie Mayan Luffy aus Maligos das so schön beschreibt. Und wieso müssen wir jetzt schon wieder warten? Was ist zu warten? Weil wir Timon verloren haben, der war ja unser Heiler. Und jetzt stehen wir da. Dobby, du könntest noch schnell einen hochleveln und so, weiß nicht, Level 40 Priest-Heiler oder so, dann du. In 2 Minuten. Ja. Genau. Das schaffst du doch, ich meine, du bist der Power-Level. Er ist unser Magier der Dimensionen, er kann alles. Genau. Na. In der Zwischenzeit stehen wir hier und schauen schön. Mein Bier ist leider auch leer. Also kann ich nicht mal Bier trinken. Aber da vorne steht ein Wasser. Das war schon mal offen. Aber es scheint noch gut zu sein. Ja, aber am Wasser kann jetzt nicht viel fehlen. Daraus könnte Lukas jetzt nicht haben. Der Gedanke ist zu gut. Ich hatte Kopfkino, Entschuldigung. ja. Oh Gott. Ja. Na und jetzt warten wir hier und warten hier und Timon soll bei dem LPT wieder mitmachen. Das kann ich ihm ja einbläuen. Der kommt uns nämlich mal besuchen jetzt dann über Pfingsten und dann machen wir mit dem gute Party. Oh! Sind der Heiler unter die Idee abgekauft? Das ist doch Düsterbruch. Ich hasse Düsterbruch. Besser als Mauradon. Und dann noch Hauptstadtgärten, na super. Waren wir da schon mal? Nee, Quests haben wir noch. Es gibt eine Menge Quests. Ja, ja, man muss am Schluss... Geschenkte EP. Man muss am Schluss ewig rumrennen. Ne? Hast du irgendwie nochmal nach oben? Und dann nochmal nach unten? Ja, die Wege sind bescheiden. Dumdelei. Finden die. Na ja, und auf jeden Fall, wenn der Timon kommt, dann gehen wir mit ihm als erstes mal in einen bayerischen Biergarten, weil der arme Kerl war noch nie in seinem Leben in einem Biergarten. Und dann noch nie in seinem Leben bayerisches Bier tun. Das kann er mittlerweile sogar schon gemacht haben. Das kann er vielleicht gemacht haben, weil wir haben ihm ein 5 Liter Fass mitgebracht. Eigentlich seinen Eltern auch, da wird er bestimmt auch was gekriegt haben, nehme ich mal an. Obwohl. Nee, ja. Wir wissen es nicht. Könnte sein, könnte sein. Wir lassen die Frage mal offen im Raum stehen. Auf jeden Fall kam John auf die geniale Idee. Das ist total ungewöhnlich, John. Nein, tut mir leid. die geniale Idee gekommen, dass wir eine Grillparty machen könnten. Und das werden eine Menge Leute und gibt's viel zum Essen, sehr viel zu trinken. Sehr viel zu trinken. Sehr viel Biers. Und nicht zu verwechseln mit Bier, das ist ein Biers. Ja. Da gibt's einen Unterschied. Oh ja. Naja, und wenn wir von Biers reden, dann geht's meistens irgendwie einerseits lustig aus, aber andererseits kommen dann ab und zu auch Dinge zustande, auf die man nicht unbedingt stolz ist. Warum? Ich konnte Farben sehen. Ja. Anders, du konntest Farben definieren. Naja. So läuft es dann rum. Ich habe immer noch den Feuerlöscher am Rücken von der Quest. bei mir ist er mittlerweile weg. Keine Ahnung wieso. Ja, ich bin Krieger der Feuerwehrmann. Du hast die Quest abgebrochen, oder? Ich habe die Quest schon abgebrochen, ja. Ja, genau. Und ich habe die Quest nicht abgebrochen. Das heißt, ich habe jetzt einen tollen Feuerlöscher am Rücken. Man kann meine Brände löschen, die ich selber verursache. Jetzt kommt die Quest. Ich hatte ganz kurz die Befürchtung, dass ich schon wieder vergessen habe, mein Pet rauszuholen. Aber gut. Müssen wir nicht da hoch? Ja, da hinten ist noch ein Boss, den nehme ich mit.
ja, geschenkte EP und so. Einen geschenkten Gaul, schaut mir nicht ins Maul. Und wer weiß, vielleicht droppt er ja endlich mal einen Kopf für dich, weil du hast ja immer noch keinen. Du rennst immer noch so kopflos durch die Gegend, Chrissy. Also das ist immer schön mit dir. Ich bin überzeugter Glatzkopf. Ich wollte unbedingt die Satellitenschüssel haben, das hätte so toll ausgeschaut. Was ist das? Ui. Ach ja, ich kann ja noch den Siegerstein geben. Fällt mir immer in den besten Situationen ein mit einem Kampf. Mit einem Bosskampf. Nichts Besseres zu tun, als sich einen Seelenstein zu geben. Du erfüllst alle Barlow-Hexer-Klischees. Oh, geht er unter oder geht er unter? Natürlich geht er unter. Und wir haben ihn getötet. Das ist so krass. Hui! War zwar jetzt nicht der Kopf, den auf der gehofft wäre, aber ich glaube, der hätte sowieso keinen getroppt, aber ein besserer Umhang. Wir spielen Uni XPG. Ja, ja. Bloß mit den Account-Waffen. Aber die geben ja keinen EP-Bonus. Wäre sonst zu langweilig. Ja, also auf die alte englische Art. Mit Stil. Dem Finger nach oben. Ich habe wieder das Bedürfnis zu singen. Ich weiß auch nicht wieso. Das kommt mir irgendwie immer unter den Aufnahmen so. Jetzt könnte ich anfangen zu singen. Nein, das nicht unbedingt, aber. Auch nicht schlecht. Da ist. Ja, doch. Hätte auch was. Mir war heute so langweilig, dass ich mir ernsthaft Tierdokus angeguckt habe. Ja, da kam ab und zu dann so im bayerischen Fernsehen so Zoosendungen praktisch, wo die Kamerateams im Zoo mit dabei sind und dann da den Pflegern bei der Arbeit zuschauen und sich dann um ihre Tiere da kümmern. Und sowas kann man sich anschauen? Ich muss sagen, mir muss wirklich langweilig sein. Ja, war langweilig. Aber die Otter waren schon süß. Ja, aber mein Otter magst du nicht. Das ist am Schwul. Du machst dir gerade Feinde, weißt du? Also ich weiß nicht, Leute, wie es mit euch aussieht, aber das ist meine Meinung, Otter ist schwul. Vielleicht bin ich da ein bisschen voreingenommen vom Anime, aber ja, gut. Denn das Viech die ganze Zeit, das Viech kann nichts, steht die ganze Zeit nur da und nimmt seine Muschel und schmeißt am Boden und schreit Otaro. Ja, es gibt einen Grund, warum ich den Anime nicht anschaue. Ja, weil es dein Weltbild von Otaro zerstört, ich weiß. Hat 50 Angriffskraft ist da drauf. Ja, aber ansonsten nix, sonst wäre es ja echt pervers. Das ist aber besser als neue Stärke und neue Ausdauer, her damit. Okay. 50 AP, Alter. Alter Schwede. Gesundheit. Entschuldigung, ich glaube, jetzt habe ich ein paar Leute erschreckt vor allem. Ja, also ich glaube, das hat das Mikro jetzt endgültig übersteuert. Ich muss eine Warnung einbauen. Vorsicht, tune your headset down. Ja. So Leute, so nochmal eine Warnung. Ich glaube in Zukunft. Ich habe vergessen, meine Allergietabletten zu nehmen. Ja, ja. Also das könnte noch öfter passieren. Ja, ja, die Pest eben. Nein, nicht die Pest, die Pollenallergie. Vorher war ein Angry Face, meldet sich zum Dienst. Ein schurkiger Schurke. Was für ein schurkiger Schurke. Der Schurk versichert. Schleicht doch. Der Backstabt die Elementare. Höret Leute, lasst euch sagen, der Schurke hat wieder zugeschlagen. Jetzt wird's wieder poetisch. Ja, jetzt singt er nicht. Ja, irgendwie muss ich gerade meiner künstlerischen Ader freien Lauf lassen. Du bist sowieso ein kreativer Denker. Ja, stimmt. In dem Persönlichkeitstest ist rausgekommen, dass ich super gut im kreativen Denken bin. Ja, ich bin der logische Denker.
kreatives Denken. Nennt man sowas praktisches Denken? Ja, okay, kreativ. Stimmt aber allerdings auch, wenn man zum Beispiel mit Tesa und einer Wurzelbürste eine Gerätschaft baut, um einen Elektromagneten in einem Ultraschallgerät sauber machen zu können, ohne dass das Wasser die Elektroteile berührt. Und ich nicht eine halbe Stunde daneben stehen wollte, um das Ding festzuhalten, damit es nicht runterrutscht oder irgendwo rumwandert durch die Vibration des Ultraschalls. Ja. Ein bisschen Tesa, ein bisschen Spucke und es funktioniert einwandfrei. Ich nehme die Kettenhandschuhe. Wieso hast du die Kettenhandschuhe? Meins! Standpunkt klargelegt. Ja, gut, klar genug. Ah ja, und was machen wir jetzt hier? Achso. Ja, der Magier denkt mit. Das ist fast so wie der Eisenberg. Wie der Eisenberg, ja. Kann ich da jetzt runterspringen, ohne dass ich sterbe? Ach, ich habe ja sowieso einen. Achso, okay. Ja, ich hätte sowieso einen Seelenstein gehabt, wäre wurscht gewesen. Selbst wenn der Heiler halt sowieso. Ja, mich heilt er gerade nicht. Ich habe mir gerade Hand auf den geben müssen. Das ist bitter, aber ich glaube, der Heiler kommt mit hinterher. Ich glaube, der läuft. Ja, verdammt. I'm on the highway to hell. Ja, der läuft. Da kommt ein schneller Baum. Au. Okay. Hallo. Welche Weise? Ach, ich habe ja noch jeder für sich. Okay, wo legen wir uns denn sterben? Noch habe ich Zeit, mir einen tollen Platz dafür auszusuchen. Kannst du versuchen, rauszulaufen? Ja, wie? Au. Das lass mal liegen. Naja. Das. Ja. Der Heiler heilt gerade den Boss gegen. Kilian, lauf! Ich bin schon unterwegs! Lauf, Kilian, schnell! Ich werde immer mehr Eisenbohnen. Der Kanbei rennt, wer macht alles nieder? Der Kanbei rennt, jetzt ist da noch ein Feendrache dabei. Irgendjemand ist gelieft, aber zum Glück war es nicht der Heiler. Ich verstehe nicht, wie die da alles mitnehmen konnten hier. Ich glaube, die sind irgendwo runtergehetzt. Ich bleib mal beim Boss liegen und schau, was passiert, okay? Ich sterbe wieder. Nee! Gottes Schild und abhauen. So, die letzte Trotzaktion. Ja, manche Leute sind damit überfordert gewesen, dir zu folgen. Also ob es so schwer gewesen wäre, runterzuspringen, bitte. Ich habe 3 Versuche gebraucht. 3 Versuche. Und da kam es nämlich schon vom Heiler, sorry, kam nicht auf die Mauer. Das kannst nicht von jedem erwarten, dass sie alle die gleichen Skills haben wie du. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Auf eine Mauer springen. Ja, grundsätzlich schon, allerdings, wenn man nicht weiß, dass man auf diese Mauer springen kann. Ja, ich laufe rein, bis die bei dem Boss sind und ich meinen Seelenstein dann benutzen kann. Das ist mir dann doch. Kann man in der Zwischenzeit schon mal erklären. Dauert doch zu lange. Oh Mann, mein Pet ist ja auch wieder gestorben. Ja, das haben Pets so an sich, dass sie sterben. Meine Pets haben nicht zu sterben, das sind Sklaven meines Willens. Tut mir leid, aber. Gummibären. Die wollte ich heute auch angucken, aber die kamen nicht auf den Disney Channel. Stattdessen kam Phineas und Ferb. Das ist doch auch toll. Phineas und Ferb. Perry, das Schnabeltier. Ja, da kam die Folge mit den Aliens, die mit ihnen Gehirne getauscht haben, damit sie aus dem Knast rauskommen. Oi. Oi, oi, oi. Jetzt dachte ich schon, ich hab Akku. Ja, das ist schlimm. Achtung, laufender Baum. Der eine schleudert mich weg, der andere zieht mich wieder ran. Das nennt man kompensieren.
Alter, was kommt denn da schon wieder? Ich frage mich, wer das alles mitnimmt. Also ich weiß diesmal nicht. Wer sonst? Ja, stimmt schon, sonst wird's ja langweilig. Das wäre sonst eh immer noch fast voll mit Mana. Ja, also da braucht man glaube ich noch ein bisschen bei, dass der oben geht in dem Levelbereich. Oh, jetzt im tollen, Stecken gehen. Ich kann jetzt halt meinen tollen Account stecken. Account stecken. Und Totenkopf von allem. Oh. Da, da ist mein Hundi, bravo Hundi. Auf die Wand. Ja, und bei uns ist es heute fucking warm draußen. Ja, und deswegen habe ich auch das Rollo im Hintergrund so gemacht. Und dass die Webcam diesmal nicht so schön. Ja, und dass man nicht irgendwelche eventuellen Kissen für Chipstüten hält. Und ja. Das hier ist auch keine Chipstüte, ne? Ja, da habt ihr es gehört. Es ist keine Chipstüte. Hallo. Wenn, dann kann ich sprechen. Oh mein Gott, eine sprechende Chipstüte, das wäre. Da müssen wir ein Patent anmelden, bevor die Russen draufkommen. Stimmt. Ja. Da würde auf jeden Fall eine gewisse Ironie dahinter stecken, so wie der Pizzamann in Spaceballs. Der hat sich ja auch selber aufgegessen, weil jemand in seinen Wohnwagen gesperrt hat. Oder so. Oder den Keller. Und er nicht verhungern wollte. Also hat er sich selbst aufgegessen. Ja, er hat die letzte Mahlzeit in seinem Leben war Pizza. Kann man sich auch nicht beschweren. Über Pizza kann man sich nicht beschweren. Wir wissen, gewinnt Pizza alles. Ja. Man siehe die letzte Pizza-Folge. Die war schon legendär. Ja, auch wenn die Folge die war, in der am wenigsten passiert ist. Das war die schöpferisch am wenigsten aufwendige Aufnahme, die wir je gemacht haben. Das war einfach nur Pizza essen, ein bisschen rumlaufen, wieder Pizza essen, Müll daherlabern. Aber ansonsten. Also eigentlich das, was wir immer machen. Ja, aber diesmal ist die Pizza jetzt aufgewertet. Ihr habt Agro! Wieder ein Grund, warum man keinen Tank spielen sollte. Nein, ich mag es nicht als DD Agro zu haben. Wenn ich Tank spiele, dann weiß ich, dass ich Agro haben sollte, aber ich sollte als DD normalerweise keinen Tank machen. Außer es ist einer der random Agro hat oder so. Dann beschwere ich mich auch nicht. Aber du solltest deine Minions schon unter Kontrolle haben hier. Das sind nicht meine Minions. Ja, in dem Fall schon. Das sind meine Bitches. Achso. Das ist ein Unterschied. Okay Leute, wir haben jetzt eine Unterrichtsstunde. Der Kilian erklärt uns heute den Unterschied zwischen Bitches und Minions. Ja. Fangen Sie an. Bitch heißt vor allem erstmal Weltfrieden. Aha. Wir sind schon wieder um 1% weiser geworden. Ja. Ja, ist auch nicht von mir. Hey, unsere Videos werden wieder total lehrreich. Ich habe heute schon den Leuten erklärt, dass Wasser nass ist. Wir wissen jetzt, was Weltfrieden auf Gangstersprache heißt. Ach ja, genau. Noch was, ich bin dabei, gerade ein Wörterbuch zu schreiben, das Timonsche Wörterbuch der deutschen Sprache. Und zwar sind Adlige zum Beispiel Definitionen laut diesem Buch reiche Typen und so. Vor allem das und so ist wichtig. Ja, das sind Begriffe drin, die Timon mit anderen Begriffen assoziiert. Ja, es. Tut mir leid, Timon, aber das habe ich aus deiner Dragon Age-Folge da mal rausgehört und dann habe ich mir gedacht, nicht schlecht. Adlige sind also reiche Typen und so. Dass es arme Adlige gibt, kann ja nicht sein, ne? Also, die meisten Leute definieren den Adel natürlich schon auch mit einem gewissen Maß an Geld. Aber das macht den Adel allein nicht aus. It's raining, man. Dann hat man so viel zu fressen.
Ja, das ist schlimm. Ich bin für sowas wieder ganz empfänglich. Also, Chrissy, ihr Hirn ist formbar. Level up! Woo! Chaos Balls. Okay, jetzt kommt's. Also, Kilian, du kämpfst hier weiter und ich tu mir dabei mein ganzes Zeug wieder reinziehen, das passt. Ziehen wir uns den hin gleich ganz vorne, oder?